Servus, der Micha hier. Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es sich mal um dieses Fernsehgerät handeln. Wir stellen euch vor ein Smart TV aus dem Hause Alphatronics. Und was das alles kann und was es alles mitbietet, das seht ihr in diesem Video. Also bis gleich. Willkommen zurück. Heute möchte ich euch ein Smart TV vorstellen von Alphatronics. Und zwar, ich muss es ablesen, die Zahlen und Buchstaben, die verwirren doch sehr stark und man kann es sich nicht merken. Es ist ein Alphatronics SLA24DSBAI+H. So, jetzt haben wir alles zusammen. Das ist ja Wahnsinn. Die ganzen Zahlen, das ist ja irre. Es ist ein Smart TV aus dem Hause Alphatronics mit allerhand Zubehör, mit allerhand Eigenschaften, und das möchten wir heute mal so ein bisschen durchgehen. Die Frage stellt sich ja immer wieder, warum Smart TV, warum muss man überhaupt Fernsehen im Urlaub schauen? Ja, wir wollen das. Smart TV ist so nicht verkehrt. Wir streamen ab und zu mal was. Man kann auch da mal YouTube schauen oder ähnliches. Zum Beispiel unseren Kanal auf Fan Caravan Freund. Ist immer empfehlenswert. Von daher haben wir uns entschieden, da mal ein bisschen aufzurüsten und nicht so einen einfachen Fernseher uns hinzustellen, sondern mal ein Smart TV. Tja, was kann der alles? Er kann Fernsehen darstellen, man glaubt es kaum. Das Ganze auf Satellit, auf DVB-T, auf Kabel, wenn man das möchte. Und natürlich Streaming-Dienste, das ist ganz klar. Mitgeliefert wird hier schon ein Streaming-Portal, Netflix sowieso, das ist schon wieder Werbung fast. Aber das ist ja immer dabei. NetRange wird mit installiert. Das ist auch ein Streaming-Portal, was jetzt so ein bisschen im Kommen ist. Ne? Und wie gesagt, Netflix, Amazon Prime und so weiter, kann man ja alles darüber machen. Es ist ein 24 Zoll Fernseher. Der passt am besten bei uns hier in das Gestell rein. Das zeige ich euch auch gleich. Ich möchte euch bloß erstmal zeigen, was es alles an Zubehör gibt. Dazu nehme ich euch mal ein bisschen ran. So. Und zwar, mitgeliefert wird auf jeden Fall Fernbedienung, ist klar. Wir haben ein 230 Volt Netzteil. Wir haben eine DVB-T Antenne. Die ist jetzt noch verpackt, weil wir hier bei uns kein DVB-T so doll empfangen und ja, wir nutzen das auch jetzt nicht wirklich. Der Fuß an sich, wenn man ihn normal hinstellen möchte, eine Bedienungsanleitung, dieses Anschlussset hier für, was soll das sein, Video-Anschluss-Set, ne? Video und Ton. Das ist so ein bisschen Befestigungsmaterial für den Fuß, wenn man den unten festschrauben möchte. Und ein 12-Volt-Kabel. Das ist im Lieferumfang komplett enthalten. Ich stelle euch mal wieder hier hin. So. Da könnt ihr mich besser sehen. Ich finde es ganz schön umfangreich. Zur Installation kann man das Handbuch nutzen. Es beschreibt viele normale Benutzersachen, wie die Ersteinrichtung wird kurz beschrieben, die ganzen Tasten der Fernbedienung werden beschrieben.
die Anschlüsse des Fernsehers. Es handelt sich aber auch viel um die Assistenten, die TV-Assistenten, wie eben die ganzen Apps, die installiert sind, der Browser installiert sind. Zwei, drei Sachen finde ich jetzt hier gar nicht im Handbuch. Da muss ich ehrlich sagen, finde ich ein bisschen schade. Da geht es um Sendereinstellungen und ähnliches. Da denke ich mal, muss Alphatronics noch mal ein bisschen nacharbeiten. Aber wir stehen mit denen in Kontakt, dass wir ihnen dann noch ein bisschen was dazu sagen können. Ja. Was ich gut finde, wie gesagt, der kann 12 Volt. Ist ja gut, wenn man so autark irgendwo stehen möchte oder seinen Wohnanhänger allgemein autark eingerichtet hat. Braucht man keinen Wechselrichter. Kann man über 12 Volt anschließen. Was noch dabei ist, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, aber das werde ich euch dann gleich am Fernseher zeigen, ist so eine kleine Stummelantenne. Die kommt, wenn ich jetzt hier mal das Bild nehme, hier hinten auf die Seite draufgestickt, das ist fürs WLAN. Wenn man jetzt im Wohnwagen oder Wohnmobil WLAN hat, kann man den Fernseher damit verbinden. Ansonsten, wenn man auf dem Campingplatz steht, kann man WLAN anzapfen. Man kann auch ganz normal für, wenn man jetzt sein Handy da als, ich sage jetzt mal, Router nutzt, kann man das damit verbinden. Das finde ich eine gute Sache. Ja, was kann der alles noch? Er hat zwei USB-Anschlüsse, wo man ganz normal USB-Sticks oder Amazon Prime oder Stick, wie der heißt, keine Ahnung. HDMI-Anschlüsse, das ist ganz normal. Er hat einen integrierten Speicher von 64 GB. Diese 64 GB sind für die PVR-Funktion, also quasi Aufnehmen von Sendungen, während man die eventuell schaut. Dass man die später nochmal schauen könnte, weil sie interessant war, oder wenn man jetzt gerade mal unterwegs ist, dass man sagt, okay, um die Zeit bin ich noch nicht zu Hause, nimm mir das auf, oder zu Hause im Wohnwagen, oder im Wohnmobil, ja, dass er die dann aufnehmen soll, und dann kann man die ganz normal schön gucken. Das ist ein integrierter USB-Stick, der im Gerät verbaut ist, und wird dann als Mediengerät dargestellt, wo man damit dann seine Aufnahmen tätigen kann. Das ganze Gerät hat eine Betriebsoberfläche Android 9.0. Quasi, es baut alles auf Android 9 auf. Man kann ganz normal seinen App Store nutzen, den man so hat, wenn man ein Android Handy hat oder ein Tablet oder sowas. Wenn nicht, dann meldet man sich halt da kurz an und kann dann diverse Apps auch noch extra hier runterladen. Wir haben jetzt Spotify genommen als extra App, und da kommt sicherlich noch mehr dazu, aber das ist so das, was wir jetzt genommen haben. Ja. Was ich ganz gut finde, aber das zeige ich euch am besten mal am Gerät. Dazu nehme ich euch mal mit, wenn es ein bisschen wackelt, Entschuldigung, aber das müssen wir jetzt mal so machen. Und zwar ist es so, wir haben den jetzt bei uns hier dran gesetzt, weil wir hier so eine schöne Halterung haben, und da passt die eigentlich ganz gut ran, der Fernseher. Wir nehmen den mal hinten rum, damit ihr mal die Anschlüsse seht. Das ist so. Ja, da haben wir hier zum einen ein CI-Slot. Kann man CI-Karten reinsetzen. Wir haben hier die zwei USB-Anschlüsse. Da ist es so, da steckt jetzt noch eine Alphatronics-Tastatur dahinter, die man auch mit anschließen kann, damit man nicht die ganze Zeit mit der Fernbedienung rummachen muss. Da kann man hier eine Tastatur anschließen. Der normale Kabelanschluss, da steckt jetzt von uns so ein Adapter drin. Wir fahren immer zu einem Campingplatz, der hat Fernsehen schon inklusive, aber das läuft auf Kabel, und wenn wir dann mit dem SAT-Anschluss hier dran gehen, ist das besser. Dieser kleine Winkelstecker, der hier ist, der wird mitgeliefert.
Muss ehrlich sagen, man kommt hier schlecht ran, um das SAT-Kabel hier festzumachen. Von daher finde ich das ganz gut, dass er das mit geliefert bekommt. Da kann man das SAT-Kabel ganz normal anschließen. Genau, auf der Unterseite befindet man sich dann hier quasi und da ist dann Anschluss für 12 Volt beziehungsweise fürs Strom allgemein und Kopfhörer etc. etc. Und hier seht ihr die kleine Stummelantenne. Ja, die kann man abschrauben. Die wird wie gesagt einzeln mitgeliefert. Das ist so ein kleines Stückchen. Und damit die während des Transports jetzt nicht abbricht, ich finde das ganz praktisch, dass die das auf extern gelegt haben. Viele Hersteller legen das ja auf interne Antennen. Quasi, da geht dann ein Antennenkabel hier einmal durchs Gehäuse. Finde ich ein bisschen störanfällig. Von daher finde ich diese externe Variante ganz praktisch. Ne? Wir haben das jetzt festgemacht an dieser vorgegebenen Feser Punkte. Ja, das sind auch schon Schrauben mitgeliefert, die sind schon im Gehäuse drin. Ja, da könnt ihr das ganz normal fest ansetzen. Ansonsten von vorn finde ich das Gehäuse sehr gelungen. Das Gehäuse sieht so ein bisschen wie gebürstetes Metall aus, ist aber Plastik. Und wir haben hier vorn eine sogenannte Soundbar. Ja, oder angedeutete Soundbar, sagen wir es mal so. Die Lautsprecher setzen nach vorn raus. Quasi der Ton geht auch nach vorn raus. Man hat auf der Rückseite zwei einzelne Lautsprecher, die aber einen minimalen Ton nach hinten geben, zwecks des Raumklangs. Aber das ist wirklich sehr minimal. Ich finde das wirklich super, dass durch diesen Körper an sich ein super satter Sound rausgebracht wird. Was ich euch noch zeigen wollte, ist, da müssen wir mal auf die andere Seite schwenken oder wir gehen einfach mal hier so rum. Wir haben von der Hinterseite und zwar einen richtigen Ausschalter. Ja, quasi hier kann man richtig komplett ausschalten, ein bisschen ein paar Tasten, dass man normal auch ohne Fernbedienung mal schnell anschalten kann. Und wir haben einen DVD-Player. Ja. Dieses Modell gibt es auch noch als 27 Zoll Variante und da könnte man einen Blu-ray-Player noch nehmen. Ja, das ist so die Ausstattungsvariante. Den gibt es auch noch als 22 Zoll. Da gibt es aber auch nur den DVD-Player dazu. Ich würde mal sagen, wir machen mal ein bisschen an und dann gucken wir mal, was er so bringt. Achso, da muss man ja natürlich erstmal Strom. Wir haben hier vorne, ich weiß nicht, ihr werdet es bestimmt sehen, so eine schöne blaue LED. Wir haben den ja schon ein bisschen vorgetestet. Und beim Vortesten ist uns aufgefallen, dass wir mit dieser blauen LED nachts gar nicht klarkommen. Die leuchtet so massiv, dass es einen richtigen Lichtkegel gibt und wenn wir den zufällig ins Bett gedreht haben, den Fernseher, dass wir den sozusagen zum Einschlafen nutzen, dann ist dieser Lichtkegel so massiv hell, dass wir tatsächlich uns das stört. Ja, also wir machen den dann komplett aus, den Fernseher, dass diese LED weg ist. Ja. Gut, dann kommen wir mal dazu, dass wir uns das Gerät mal im angeschalteten Zustand. Ich nehme euch dazu mal hier rüber. So, ich drehe mich mal ein bisschen weg hier. So, jetzt müsste der alles eigentlich sehen. Genau, dann machen wir mal an. Ganz normaler Einstiegs. Ich werde das mal ein bisschen. Also, das ist der Startbildschirm. Wird das Betriebssystem halt hochgeladen. Man muss dazu sagen, der Alphatronics schreibt, dass der DVD-Player
ungefähr 10 bis 20 Sekunden brauche, um hochzufahren. Also man müsste dazu dann wissen, nicht gleich hochfahren, DVD rein und gut ist. Ja, wie wir sehen, man kann unterscheiden. Entweder man startet mit dem normalen Programm, also mit dem Fernsehprogramm, oder man kann auf diese Smart Home Variante stoßen. Den Ton habe ich jetzt mal ausgemacht aus Gründen der GEMA. Die freut sich ja immer, wenn man da irgendwas abkassieren kann. Das ist der Smart Home Bildschirm. Hier sehen wir sozusagen das TV-Bild. Wir sehen die Apps, die man jetzt installiert hat, beziehungsweise installieren lassen hat, weil sie von Alphatronics vorgegeben ist. Wir haben uns jetzt, wie gesagt, Spotify dazu genommen. Ja, gut, ist halt so. Und man kann noch diverse anderen über den normalen App Store nehmen. Man hat, wenn ich jetzt mal hier rüber gehe auf Browser, ja, kann man hier direkt auch lossurfen. In dem Fall kommt jetzt gerade mal Google. Das ist so die Startseite. Da muss ich auch sagen, hier kann man nicht viel verändern. Ja, also man kann hier keine andere Startseite machen oder ähnliches. Ist alles nicht gegeben. Ja. Zurück kommt man dann immer mit der Zurücktaste, wie beim Handy oder beim Tablet auch. Ne? Man findet so einige Sachen, was die Einstellungen betrifft. Man kann jetzt hier das Netzwerk wählen, quasi auf WLAN. Er hat auch einen RJ45-Anschluss. Man könnte auch auf LAN wechseln. Ja, logischerweise haben wir nichts angeschlossen, aber wir sind jetzt momentan über WLAN angeschlossen. Ja, damit wir ein bisschen was hier haben. Man kann hier die Zeit einstellen. Wenn die einmal eingestellt ist, bleibt die auch. Also auch wenn man den Strom wegnimmt. Er war jetzt mal eine Woche ohne Strom komplett. Und die Zeit bleibt trotzdem erhalten. Also das finde ich schon mal ganz praktisch. Man kann Bluetooth anschließen. Ja, man kann jetzt hier zum Beispiel seine Kopfhörer. Er hat Bluetooth 5.0. Finde ich ganz gut, weil die Tonübertragung, wir hatten das jetzt mal mit Kopfhörer probiert, die Tonübertragung ist wirklich dadurch um vieles besser. Ich stelle euch mal, damit ihr mich noch mal ein bisschen nebenbei noch seht. Ich hoffe, ihr seht mich noch ein bisschen. Wie gesagt, wir hatten Kopfhörer angeschlossen und man muss tatsächlich sagen, der Ton kommt exakt zum Bild, was man sonst eigentlich bei 4.0 oder ähnlichen nicht wirklich hat. Da kommt es ja immer ein bisschen verzerrt. So, gehen wir nochmal raus. Dann hat man noch ein paar Informationen über das Gerät, der interne Speicher, die Android-Version. System-Upgrades kann man machen. Und zwar das Gerät wird bei Firmware-Updates über OTA gespeist. OTA, das bedeutet Over the Air. Quasi das Gerät prüft selbstständig auf dem Server von Alphatronics, ob es Firmware-Updates gibt und informiert einen dann direkt auf dem Bildschirm, dass es eins gibt und dann macht man das einfach. Man kann auch über USB ein Firmware-Update machen. So wurde es mir schriftlich gesagt. Ist aber ein bisschen komplizierter. Man soll doch lieber über die eigene Upgrade-Variante gehen. Wir sind jetzt hier auf dem aktuellsten Stand. Also neuer gibt es im Moment noch nicht. Ja. Und das sind so die ganzen Informationen, die man über das Gerät jetzt erfahren kann. Unter dem Menüpunkt Apps findet ihr dann noch die zusätzlich schon installierten Apps wie NetRange, Netflix, Miracast, Adobe ist noch installiert und eShare Server. eShare Server
ist eine Variante, wenn man Miracast jetzt nicht hat, kann man über den eShare-Server gehen und sein Tablet oder sein Handy auf dem TV spiegeln. Finde ich eine ganz witzige Sache, habe ich gestern Abend mal probiert. Kann man machen, damit andere nochmal zuschauen oder wenn einer auf dem Tablet einen besonderen Streaming-Dienst hat, dann soll er das darüber streamen und dann können die anderen darüber mitgucken. Da kommt auch der Ton mit drüber. Quasi, man hat dann für alle Ton und Bild, was der Einzelne sonst auf dem Tablet oder auf dem Handy gehabt hätte. Ansonsten die Samsung oder besser gesagt die Android-Nutzer, die kennen das ja an Miracast. Ist ja dasselbe an sich. Ja, was haben wir sonst noch dazu zu sagen? Man kann über den Assistenten noch ein bisschen was einstellen. Zum Beispiel die Apps löschen oder dass man auch wirklich weiß, dass die wirklich runter ist. Man kann einen Netzwerktest machen und so weiter. Also das ist so über den TV-Assistenten zu machen. Was man auch machen kann, ist im Ambiente-Mode kann man sich verschiedene Bilder anzeigen lassen. Wenn man jetzt zum Beispiel unterwegs ist, hat Bilder geschossen und möchte das so ein bisschen nochmal Revue passieren lassen und nicht auf dem kleinen Handy, sondern man möchte das auf dem Bildschirm, kann man die entweder auf dem USB-Stick oder eben per Bluetooth oder WLAN auf den Fernseher speichern und kann das dann laufen lassen. Das hat man dann unter Benutzer definieren, kann man das dann hinzufügen und dann hat man das so als Hintergrundbild oder als Diashow. Man kann jetzt hier mal das machen. Das sind so vorgegebene Bilder, als Bild normal hinstellen kann. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann zu dem Gerät. Also wir haben das ein bisschen durchgetestet und es gibt dort zwei Sachen, die uns nicht ganz gut gefallen. Das muss man im Moment dazu sagen. Man kann leider die Programme nicht verschieben. Man hat eine vorgegebene Liste. Die stellt sich hier jetzt gerade mal dar. Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel, wir haben zu Hause auf der 1 haben wir MDR, auf der 2 haben wir ZDF, auf der 3 ARD, auf der 4 ist dann RTL und so weiter. Das können wir hier nicht machen. Wir können hier nicht verschieben. Also das geht irgendwie nicht. Wir müssen diese vorgegebene Liste tatsächlich nutzen, so wie sie vorgegeben ist, dass die das in der nächsten Firmware vielleicht mit implementieren, dass man die Programme auch benutzerdefinierend verschieben kann. Aber ansonsten ist es ein super Gerät. Das soll es hiermit auch gewesen sein. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Informationen, ich habe euch mal wieder hier hochgestellt, mitnehmen konntet und vielleicht ist das Gerät für den einen oder anderen ja interessant. Zum Kostenpunkt, momentan ist es so, dass er 639 Euro kostet bei den einschlägigen Portalen, die es da so gibt und Campinganbietern. In der 24 Zoll Variante, wie man jetzt hier haben. 27 Zoll ist ein bisschen teurer, klar. Da ist ja noch ein Blu-ray-Player mit drin. In der 22 Zoll Variante fängt er wohl ab 530 Euro an. Ja. Ist logischerweise, wenn man das so hört, relativ teuer. Aber man muss dazu sagen, es ist alles made in Germany. Also es wird alles in Nürnberg produziert. Die Panels kommen zwar aus dem China-Bereich, aber alles drumherum wird alles in Nürnberg produziert. Die Platine, der Rahmen, Lautsprecher kommen aus Deutschland, aus der deutschen Produktion.
Also ist alles made in Germany. Darauf gewährt auch Alphatronics 3 Jahre Garantie. Das ist ja ganz wichtig eigentlich. Nicht, dass man dann wirklich bloß die Einjahresherstellergarantie wie bei manchen Geräten hat oder 2-Jahres-Garantie. Nein, Alphatronics hat 3 Jahre Garantie auf das Gerät. Man kann, es gibt auch, ich weiß gar nicht, habe ich es hier drin? Nee, ist nicht hier drin, aber es gibt noch einen Zettel, der wird mitgeliefert. Da kann man für 49 Euro die Garantie nochmal erweitern um ein Jahr, dass man 4 Jahre hat, wenn man das möchte. Muss man dann sehen, ob das für den einen oder anderen interessant ist. Was haben wir vergessen? Ach, Tatsache, die technischen Daten fehlen. Ich muss das aber auch leider ablesen. Das ist, kann man sich nicht merken. Das Gerät wiegt auf jeden Fall 4 Kilogramm. Ja. Hat Maße, ich lese es mal ab, ohne den Fuß, so wie er jetzt hier dranhängt, von 55,2 in der Breite, in der Höhe 35,5 und in der Tiefe 5 cm. Das ist für einen 24 Zoll eigentlich ganz normale Breiten und Höhen, also da kenne ich jetzt nichts anderes. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, es war interessant soweit. Und da sage ich mal, Daumen hoch, abonniert uns. Darüber würden wir uns wirklich freuen. Lasst gegebenenfalls einen Kommentar im Kommentarfeld unten da. Da würden wir uns auch drüber freuen. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Das hilft uns auf jeden Fall auch, unseren Kanal weiterzuentwickeln. Und da sage ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast, da mitzuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich muss euch ein kleines Update noch geben. Wir haben Post von Alphatronics bekommen. Und zwar haben wir, sage und schreibe, 56 Seiten Bedienungsanleitung, wie wir den Fernseher bedienen und ändern können und wie wir Programme verschieben können. Also es gibt eine Möglichkeit, die von mir angesprochenen Punkte da zu beseitigen. Wenn ihr euch doch so einen Fernseher zulegt und Alphatronics die Originalbedienungsanleitung noch nicht erweitert habt, dann wendet euch einfach an den Support. Die schicken euch dann gerne dieses Exemplar hier. Wir haben es als E-Mail bekommen, als PDF-Datei, aber ich möchte das immer gerne nochmal in gedruckter Form haben. Hier steht wirklich jedes informatives Kapitel drin, das man braucht, von Senderverschiebung über Sender löschen, über Sender zusätzlich suchen zur schon aktiven Senderliste. Also es gibt eine Möglichkeit, eben den Fernseher doch noch ein bisschen zu bearbeiten, und von daher würde ich sagen, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das wirklich längere Video zu schauen. Das ist ja wirklich jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde ist das geworden, das Video. Aber danke, dass ihr zugeguckt habt, und danke nochmal für den bis zum Schluss gucken, um das kleine Update zu schauen. Bis zum nächsten Mal, euer Micha. Ciao.